Herzlich willkommen bei Kulitär und heute stelle ich euch ein paar Filme vor. Und ich fange mit dem ersten Film an. Der heißt Godzilla, also in der 50-Jahre-Box, wie man hier auch sehen kann. Und ja, habe ich für 12,99 bekommen. Guter Preis. Das ist eine 5-Disc mit allen drei Originalversionen aus und Final Wars. Wirklich klasse zu empfehlen. Die Box ist wirklich zu empfehlen. Das Ganze ist eine NT-Digipack Edition. Ja, und ja, kann man sich mal leisten. Für 12,99 kann man nicht sagen. Es sind drei Fassungen und also zwei verschiedene Filme. Drei Fassungen von den alten Originalversionen. Ja, drin und wirklich und eine Bonus-Disc. Also das ist das Cover und sieht wirklich klasse aus. So eine Art. So ein Gemahl, so wie mal gemalt. Ja, klasse von Splendid Entertainment veröffentlicht. Und ja, hier kommen wir zur Rückseite. Kann ich noch was erzählen? Ja, also Final Wars, also Godzilla Final Wars, geht von 2004, geht 120 Minuten. Godzilla, die deutsche Kinofassung, geht 78 Minuten. Die US-Kinofassung von Godzilla geht ca. 75 Minuten und die japanische Fassung, die geht ca. 92 Minuten. Also die drei Teile sind von 1953. Und ja, zu empfehlen. Ich habe bis jetzt, die deutsche Kinofassung gesehen. Die japanische werde ich mir auch noch ansehen. Also ich fand sie wirklich gut. Zwar sieht es ein bisschen komisch aus. Godzilla, aber wirklich klasse. Das Ganze hat mir FSK 16. Wegen Final Wars. Und ja, jetzt kommen wir mal zum Leben. Also hier, wie man sieht, kommt man mal raus in einen Pappschuber. Tja, das ist das Cover von Final Wars. Sieht einfach klasse aus, hat man jetzt hier besprochen. Und hier kommen wir zur Disc. FSK 16 und das ist die Disc. Und hier sieht man auch das Bild von der Final, also Godzilla, das Original. So war das Cover des Originalteils von 1953, sah das so aus. Wirklich klar, auch sah schon gut aus. War auch ein schwarz-weißer Film. Und hier ist die Bonus-Disc von Final Wars. Und ja, hier, das sieht man ja von 1954. Habe ich jetzt 53 gesagt? Aber ich meine jetzt 1954. Also ja, klasse Bild, wie ich finde. Sieht ein bisschen klein aus, der Godzilla. Gummiartig. Aber egal, sieht klasse aus, finde ich. Und ja, hier die japanische Kinofassung von Godzilla, das Original, und hier sieht man auch von 2004 Final Wars das Bild. Ja, klasse finde ich. Und hier sehen wir die US-Kinofassung und die deutsche Kinofassung. Und die drei Teile von, also das Original, sind ab 12. So, das ist vielleicht das wieder zusammen, wie man hier sieht. Und hinten sieht auch nochmal Godzilla in Schwarz gehalten. Auch klasse sieht das aus. Jetzt kommen wir zum nächsten Film. Also, den habe ich jetzt nicht gekauft. Also, keine Angst, den habe ich jetzt geschenkt bekommen. Und ja, leider sind das die geschnittenen Fassungen. Außer Teil 3, der ist ungeschnitten drin. Ja, der heißt Scream die Trilogie, die Special Edition im Digipack von Kinowelt veröffentlicht. Und ja, vier DVDs. Leider mit FSK 16 Flatschen. Und jetzt, ich finde es geil, der ist Blut gehalten worden. Es ist glänzt so richtig, wenn man das sieht. Und ja, aber ja, ich habe die Teile noch nie ungeschnitten gesehen. Ehrlich gesagt, auch nur geschnitten gesehen. Und ich fand sie da auch schon sehr gut. Wie ich finde, manche auch nicht. Aber trotzdem fand ich sie schon sehr gut, obwohl sie geschnitten waren. Kann ich das Cover sieht auch richtig gut aus, finde ich. Ah, Scream ist so drauf, ist geil. Aber das FSK 16 Flaschen, der versaut das ganze Bild. Aber trotzdem, sehr gute Edition. Geschenkt bekommen, kann man nicht sagen. Hier nochmal, nur Original ist legal noch. Und ja, das Cover sieht richtig geil aus. Glänzt also das Blut. Und jetzt kommen wir zum Rückcover. Sticht da mit einem Messer so ein, ist auch nochmal so glänzendes Blut, wie man das hier sehen kann. Und hier auch nochmal. Einfach klasse, Scream, die Trilogie. Also, wirklich klasse. Also, der erste Teil geht ca. 103 Minuten, geschnittene Fassung steht auch hier drauf. Scream ca. 115 Minuten und Scream 3
Circa 112 Minuten. Ja, Extras hat er auch recht viel. Kann ich auch nicht meckern. Habe ich jetzt die alle drei Teile habe ich schon mal gesehen. Schon sehr lange her, aber trotzdem fand ich ungeschehen auch recht gut. Also kann ich nicht darüber meckern. Manche finden es nicht so toll. Ich komme hin. Ist in so einem schlichten Pappschuber. Ja. Und hier ist das Front davon. Und Scream 1. Das ist jetzt, glaube ich, das Bild von, also von der Keep Case gewesen. Also von Scream 1, Scream 2 und Scream 3. Tja, die ganze Trilogie ist wirklich gut aufgebaut. Wie man hier auch sehen kann. Ja, und jetzt kommen wir mal hier rein. Also hier sieht man auch noch so ein Bild. Ein Bild, also Scream 3 steht hier noch, ja. Und wirklich klasse Bild. Und wie ich finde, und hier auch nochmal Scream 1 und Scream 2. Das Bild sieht auch wieder geil aus. Ghostface nennt man das, glaube ich. Nennt man den auch wirklich klasse. Ja. Und jetzt mache ich nochmal auf. Und hier steht die Regeln einer Trilogie. Kapitel 1 stellt die Regeln auf, Kapitel 2 bricht die Regeln und Kapitel 3, also kennt keine Regeln, ja. Hört sich gut an. Und ich hoffe, die Disc finde ich diesmal auch sehr gut. Also, na, FSK 16 ist Scream 1 jetzt. Und ja, das Cover sieht eigentlich eintönig aus wie die anderen, sag ich nur. Und ja, Geschenk genommen. Für Geschenk kann ich auch nehmen. Und hier, Teil 2. Auch wieder so ein ähnliches Cover. Und hier Teil 3. Und hier ist die Bonus-Disc. Also, wie man hier sehen kann. Das sind die ganzen Discs. Soll ich aber euch nochmal die Rückseite davon? Ja, da hier steht noch was zum Film. Hier sieht man nochmal die Ghostface, hier sieht man auch nochmal. Und hier auch nochmal. Und das war das Bild von eben, hier das. Ja. Ganz gute Edition. Hab's ein Geschenk bekommen. Von jemandem, ja, er wollte mir mal ein Geschenk machen, weil ich ihm auch mal was gegeben habe. Und für Geschenk kann man nehmen und ich bin sehr froh darüber, dass ich bekommen habe. Und jetzt zeige ich euch auch im Klassefilm, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber schon mein Unpacking mal vorgestellt, ganz kurz. Ein Steelbook, Night of the Living Dead. Die 3D ist Limited Edition. Also ganz matt gehalten, wie man hier sieht. Und hier steht, ist ein Prägedruck, Night of the Living Dead. Das Cover sieht recht geil aus. Das Mond, und hier sind die Toten. Einfach klasse. Alles wurde von New KSM veröffentlicht. Ganz auf einer FSK 16. Hier schimmert das nur so blau. Ja, und es gibt ja die Schwarz-Weiß-Fassung. Und die Farbfassung und noch eine Dokumentation. Ja, hier das ist die Schwarz-Weiß, wie man hier sehen kann. Und hier Farb. Also, ehrlich gesagt, das Cover sieht geil aus. Ja, jetzt kommen wir mal zu innen den CDs. Also, einmal hier ist Night of Living Dead, die Farbfassung. Und einmal Reflection on the Living Dead, die Dokumentation. Und ja, hier ist ein Booklet, komme ich gleich nochmal zu. Und hier Night of the Living Dead Schwarz-Weiß Fassung. Und das Book hat hinter den Discs nochmal ein Bild, also das hole ich, wie man jetzt hier sehen kann. Und nochmal so eine, ah, sieht man auch, dass ein Prägedruck ist. Ja, und jetzt komme ich einfach mal zum Booklet. Booklet sieht auch klein, sieht recht cool aus. Von das, ich glaube, das ist das Cover von der Schwarz-Weiß-Fassung. Und ja, von George R. Romero wurde, gerade ist der Film einer seiner besten, also glaube, finde ich zumindest. Und ja, hier steht nochmals George R. Romero, Meister der Untoten. Ja, den sieht man, glaube ich. Yep. Und der Film ist klasse. Das ist ein Farb. Also hier steht was zum Film und wie alles gemacht worden ist. Hier sieht man noch mal ein Bild. Also ja, und hier
steht auch nochmal, was die Produktionsfirma und dann alles einen Scheiß wieder noch. Aber wirklich klasse gehalten, das Steelbook und das Booklet auch. Und hier ist auch nochmal ein Bild. Die Nacht der lebenden Toten. Das ist auch nochmal so ein Film und hier genauso. Und hier sieht man nochmal so ein Zombie. So, und hier hinten auch nochmal so ein paar Zombies. Wirklich klasse gehalten. Habe ich für 5,97 € bei Amazon bekommen. Und kann ich darüber nicht meckern für diese Edition. 3 Disc Edition. Einfach zum Empfehlen. Das ist ein Kauf wert. Jeder, der auf Zombie-Filme steht, sollte sich den mal angucken. Also darf ihm kein Regal fehlen, einfach. Also bis jetzt ist er noch im Angebot, aber ich weiß nicht mehr wie lange. Es gibt auch viel verschiedene oder so. Das war's für heute und bis zum nächsten Mal. Kommentiert und abonniert und tschüss.